it's clear to me. There's something that's uncomforting. Your body is away with me. And I'm exactly where I wanna be. But I'm a long way from home. Straight on. Oh, the sky.
Lieferung abgeschlossen. Zeige Leistungsbeurteilung. Bridges, was glaubst du, was du da machst? Das Netz, das du da aufbaust, transportiert viele schlimme Sachen. Sachen, die keiner in seiner Nähe haben will. Ich dachte, das hättet ihr mittlerweile begriffen. Euer chirales Netzwerk oder die UCA interessieren uns nicht. Diese Stimme. Bist du das, Mama? Ja, hast du dir den Kopf angehauen, Mama? Deine bin ich ganz bestimmt nicht. Ist das klar? Na schön, genug der Spielchen, Mama. Der Herr hat mich wohl nicht verstanden. Mountain Not City sagt dir und den UCA, dass ihr abhauen sollt. Wenn ihr weitermacht mit dem, was ihr tut, steuern wir direkt auf den nächsten gestrandeten Tod zu. Wir haben euch nicht hergebeten, um unser Leben zu diktieren. Darüber entscheiden wir selbst. Danke. Du sollst uns nur ab und an was liefern. Mehr nicht. Also sprichst du für die Stadt? Genau. Ich hab hier das Sagen. Mein Name ist Lockner. Warte, ich muss mit dir reden. Du bist eine Technikerin, oder? Hey, geh nach Hause und komm nicht wieder. Hör mir zu, verdammt. Ich brauche deine Hilfe. Aber wir wollen deine nicht, Bridges. Ihr macht alles bloß noch schlimmer. Tut mir leid, dass du dir das antun musstest, Sam. Sie hat dort das Sagen und scheut sich nicht, ein Machtwort zu sprechen. Wir brauchen sie und ihre Leute. Wir haben schon zu viele andere verloren. Ohne Mountain Not City bleiben das chirale Netzwerk und die UCA für immer unvollständig. Und jetzt? Also, die Sache ist die. Sam, Lockner ist Mamas Zwillingsschwester. Ehemals Bridges 1 ist mit den anderen nach Westen gegangen. Zweite Gruppe, genau wie Mama. Natürlich heißt sie nicht wirklich so, sondern Morlingham. Beide haben Dooms und sind wissenschaftliche Genies. Mamas Fachgebiet ist vor allem die angewandte Physik, Lockness die theoretische. Mama hat die Cupid Hardware entworfen, Lockner die Software. Sie sagten, sie könnten über jede Entfernung kommunizieren. Angeblich aufgrund einer besonderen Verbindung. Keine Ahnung, wie das gehen soll, aber ich sage dir eins. Ohne sie gäbe es heute kein chirales Netzwerk. Sie waren sich so nah, dass manche sagten, sie seien wie eine Person in zwei Körpern. Vielleicht konnten sie den Cupid deshalb entwickeln. Aber nach Morlingens Unfall haben sie sich überworfen. Lockner hat Bridges verlassen und den Kontakt zu uns abgebrochen. Keine Ahnung, was zwischen ihnen war. Aber wenn wir Lockner nicht umstimmen, können wir unsere Rettungspläne für Amerika begraben. Nicht, dass ich wollte, dass du in ihrem Privatleben herumschnüffelst. Andererseits finden wir so vielleicht heraus, wie wir Lockner umstimmen. Was super wäre, denn ohne sie können wir unsere Rettungspläne für Amerika begraben. Falls dir in der Zwischenzeit irgendetwas einfällt, kannst du es gerne probieren. Gute Arbeit. Eine angenehme Reise.
Aufenthalts blockiert. Abgeschlossen. Willkommen, Sam Porter Bridges. Wacheneinschränkung aufgehoben. Ich wäre fast umgekehrt. Okay, ist ja gut.
Danke für deine Großzügigkeit. Ist eine Weile her, Sam. Schön, dich zu sehen. Weißt du noch, wie es geht? Schließ deine Augen und dann stell dir dein Ziel vor.